Josef starrte den Schrein an. Der Atem stockte ihn, heiß zuckte der Schreck durch seine Brust. Drei Männer schwebten über dem Glaskasten mit dem Busfahrer mitten an die Kunstwerk. Die Stimme aus dem Kirchenschiff. Jemand räusperte sich. Dann wieder, hier sitze ich, forme Menschen. Kardinal Josef stand auf, schob sich aus dem Vorgestühl und näherte sich dem Schrein. Seine Glieder waren müde und bleiern, sein Kopf jedoch von einer seltenen Klarheit. Sein Mund stand offen. Auf dem bleichen, spaltigen Gesicht lachte der Ausdruck fassungslos des Staunens. Keine Idee war es, nein, eine Vision, es war eine Vision. Deutlich sah er die drei Männer über den Schrein schweben. Männer in goldbestickten Prachtgewändern und mit Kronen auf den Häuptern. Kaspar, Melchior, Balthasar, die heiligen drei Könige. Jesus, nee. Die Gestalten bewegten sich, schienen sie anzustarren. Ja! Ihnen anzulächeln. Nur wenige Sekunden währte die Erscheinung. Dann glühte sie auf. Nach meinem Bild ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen. Der Kardinal drehte sich um. Der Mann, dessen Stimme kraftvoll und tief durch das altehrwürdige Gemäuer hallte, stand mitten im Kirchenschiff zwischen Renaissance-Kanzel und Bischofsthron. Zu genießen und zu freuen sich. Als befände er sich auf einer Bühne, schleuderte er seine Wüte in das Kirchenschiff. Touristen wandten die Köpfe und blieben stehen. Und dein nicht zu achten, wie ich. Bravo, super. Einige Männer und Frauen klatschten verhalten. Andere fielen ein. Hätte Josef seine Kardinalssotane getragen und nicht die Kutte des einfachen Dominikaners, sie hätten es nicht gemerkt. Ein Schauspieler, dachte Josef. Er macht Sprechübungen. Zorn stieg in ihm hoch. Missbraucht diesen heiligen Ort für Sprechübungen. Zorn stieg in ihm hoch. Missbraucht diesen heiligen Ort. Sprechübungen! Genau. Und dazu mit einem gotteslästerlichen Gedicht. Und diese ungläubig applaudierten. O Herr, sei ihnen gnädig! Erleuchten Sie! Der Kardinal hatte begriffen, dass es kein Bibelvers gewesen war, dem ihm die Vision geschenkt hatte. Es waren Verse von Goethe. Verse aus seiner blasphemischen Prometheus. Aber er hat die Bibel zitiert in seinem Gedicht. Dieser Freimaurer. Gott sei seiner Seele gnädig. Die Schöpfungsgeschichte hatte der Mann aus Weimar zitiert und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, ein Geschlecht, das uns gleich sei. Bravo, super.